Wo befindet sich denn Mario nur? Ha, hier bin ich! Ich habe mich nur ein bisschen versteckt mit unserem neuen Begleiter, Lady Boo. Nicht nur hat sie uns gezwungen, dass wir ihr helfen, sonst würde sie uns niemals den Stern geben, den wir brauchen, sondern sie folgt uns jetzt auch noch mit und hilft uns, zumindest etwas, um bei Toba Bloba einzubrechen und ihm dazu zu zwingen, schätze ich mal, dass er keine Buchus mehr ist. Naja, auf jeden Fall, bevor wir uns aufmachen, gibt es hier unten im Keller noch einen Laden. Jetzt, wo wir die Erlaubnis haben, können wir auch einkaufen. Ah, willkommen, Boos Laden. Ah, womit darf ich dich erschrecken? Womit kann ich dich interessieren? Mysterium, was wirkt es? Keine Ahnung, findest du heraus. Ja, leider habe ich Inventarplatz voll schon. Ich weiß auch nicht, warum ich hier überhaupt bin. Aber ich wollte trotzdem mal gucken, was es hier gibt. Und das ist geil. Lebenspilz. Wenn ich sterbe, werde ich wiederbelebt mit 10 KP. Das ist einfach ein One-Up. Warum auch immer das hier so ein pinker Pilz ist. Seltsam. Ich würde das hier kaufen, allerdings habe ich keinen Platz. Hast du ein Lager? Ja, er hat auch ein Lager. Okay, perfekt. Lager mal bitte. Was habe ich denn alles? Boah, ich habe so viel, ne? Okay, Wackers Kick lagern wir. Und wir lagern den Ahornsirup. So, zwei sehr starke Items, die ich mir für später aufbewahren möchte. Ich bin so ein Item-Hoarder, müsst ihr wissen. So, okay, den holen wir uns. Mysterium. Können wir erst im Kampf einsetzen. Okay, hat 1 Cent gekostet. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es irgendwas Krasses macht. Aber wenn ich irgendwann mal Bock habe, setzen wir es mal ein. Ja, ich wollte hier größtenteils nur meinen Inventar ein bisschen leer machen. Okay. Ich bin jetzt aber gespannt. Ich will mal vermuten, rechts von dieser Villa geht es dann weiter. Ein bisschen, habe ich ein klein bisschen gedacht, dass es hier... nach der Villa schon auf mit Kapitel 3, aber naja, macht irgendwie keinen Sinn, wäre viel zu kurz gewesen. Weil das fühlt sich jetzt bisher an wie nur so ein halbes Kapitel. Also keine Ahnung, warum ich das gedacht habe. Macht keinen Sinn. Die Musik ist cool. So schade, dass sie nicht die ganze Zeit spielt. Na gut, was soll's. Lady Boo, kommen Sie mit. Madame, wir wollen hier eintreten. Lass, öffne es. Alles klar. Geht doch. So ein Handlanger brauche ich auch mal. So, Mario, jetzt geht's los. Hast du Angst? Ja. Er springt in die Luft. Yippie, ich habe Angst. Okay, dann fangen wir direkt an. Neue Gegner, neue Gegner. Kumbari, Kumbari. Hammer, Hammer, Hammer. Spring. Ein vergifteter Goomba. Nein, okay, vergiftet ist er nicht. Ah nein, es ist ein anderer Gegner, weil er jetzt kein Paragumba ist. Verdammt. Aber hier habe ich trotzdem nicht. Nee, habe ich noch nicht gescannt. Hypergumba? Ja, genau, das ist ein Hypergumba. Dies sind verrückte, unzivilisierte Gumbas, die nur in der windigen Schlucht vorkommen. 7 KP, ein Angriff, keine Verteidigung. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen. Sie sind radioaktiv, okay. Es empfiehlt sich, Boo oder ein Item einzusetzen, um unsichtbar zu werden. Dann geht ihre Attacke sicher vorbei. Wait, mit Boo kann ich komplett geschützt werden vor Attacken? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Ach ja, stimmt. Wir haben übrigens auch den Schuh, den Luigi-Schuh bekommen. Mit dem machen wir jetzt mehr Damage. Und eine Stampfattacke kann man auch noch machen. Wow, 4 Schaden ist das schon. Oh oh, der macht das, was Gumbari jetzt kann mit Aufladen. Müssen wir aufpassen. Komm, besiegen wir ihn schnell. Bam. Sehr nice. Sollen wir genauso Schaden wie unsere geupgradeten Characters? Kann man die vielleicht nochmal upgraden, frage ich mich? Wäre cool, wenn ja. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Nein, zu früh, viel zu früh. Verdammt. Okay, komm, scan die für mich. Auch wenn wir wissen, was die sind. Ja, ein Hyper, ein Hypergumba. Hypergumbas sind Hypergumbas mit Flügeln. Hyper. Sind genauso wie die normalen. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Also pass auf. Jo. Verstanden. Puh, der Powerhüpfer ist natürlich jetzt schon verlockend. Aber nein. Ich wechsle mal auf Boo, damit ich mich gleich wissen, was passiert. Falls sie sich aufladen sollten. Oh, nice, kein Damage. Oh, nice, kein Damage. Schön. Okay, Lady Boo, sie kann eine Ohrfeige, natürlich kann sie das. Und unsichtbar, macht Mario transparent und unverwundbar. Okay, machen wir erstmal das. Drücke so schnell wie möglich nach links.
Achso, mehrmals. Ich dachte, so zack, los geht's, zack, los geht's. Aber das mehrmals, hätten die wiederholt sagen müssen eigentlich. Na gut, was soll's. Boing, boing. Und ich glaube, in der Luft muss man nochmal A drücken beim zweiten Jump. Oder ist man automatisch, ich weiß es nicht. Ich drück's lieber mal. Noch lädt sich keiner auf, habe ich Glück gehabt. Ja, sehr gut. Okay, versuchen wir die Ohrfacke nochmal. Bam! Viermal! Okay, das hat sich aber auch gelohnt. Es ist auch wichtig, dass sie jetzt viermal angreift, weil sie so spät im Spiel kommt, wo man schon die Hälfte der Partie mindestens auf Super geupgradet hat. Oh. Apo upgraden. Muss hin. Die Vorfänger upgraden. Komm, 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 komm. Bam, 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 bam. Ich find's ein bisschen schade, dass man zweimal Super am Ende hat, aber. Egal, was soll's. War nicht kreativ genug, um was Eigenes noch reinzuschreiben am Ende. Ich mag sie. Natürlich mag ich sie. lassen wir das. Kann ich hier rein? Also, ich habe keinen Schlüssel, aber. Nee, okay. Ich hab's so, ich mach mich unsichtbar und dann. Hey, da ist ja keiner. Kann ich jetzt dieses Tor aufmachen? Nee. Leider nicht. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Hä? Oh, Lady Boo, welch eine Überraschung, euch hier zu sehen. Aber ihr wisst, eure Lady schafft, dass ihr nicht mehr kommen solltet. Es ist viel zu gefährlich. Thomas Blubber könnte jeden Moment hier auftauchen. Ich weiß. Ich kam her, um Thomas Blubber eine Lektion zu erteilen. Wie stehen die Dinge? Wann ist er das letzte Mal hier gewesen? Gerade erst gestern, Lady. Es war schrecklich. Ja. Diesmal hat er Herbert verspeist. Das war so grausam, so grauenvoll. Der arme Herbert steht zwar so finster und deprimierend. Was für ein großartiger Buh. Oh nein, nicht Herbert. Ach, Thomas Blubber, er muss aufgehalten werden. Hört alle zu, fürchtet euch nicht. Wir sind hier, um Thomas Blubber ein für alle Mal zu besiegen. Dieses Monster hat seine letzte Buhu-Mahlzeit zu sich genommen. Oh, Lady, euer Mut ist inspirierend. Aber ihr wisst doch, dass man ihn nicht... Dass man nicht ohne Grund den unbezwingbaren Thomas Blubber nennt. Bitte seid vorsichtig. Ja, es wurde auch schon gesagt, dass er unbezwingbar wäre. Ich weiß nicht, glaube ich müssen wir nicht. Der hat Angst, er will nicht reden. Psst, komm, Pell. Was ist so, dass du leise und unbemerkt gehen kannst, wenn du den 3D-Stick nur ein bisschen bewegst? Du kannst diese Technik einsetzen, wenn du dich an einen schlafenden Gegner vorbeischleichen willst. Mario wusste in dem Moment nicht, was ein 3D-Stick ist, aber zum Glück wissen wir es. Und helfen ihm. Ja, stimmt. Wenn wir nur so ganz langsam den 3D-Stick bewegen, bewegt sich Mario auch nur ganz langsam. Wenn wir ihn gedrückt halten in eine Richtung, also so ganz durchdrücken, dann ändert sich die Geschichte. Ja, wer wohnt denn hier? Guck mal, dieses ganze Dorf, dieses ganze Goomba-Dorf. Komplett tot einfach. Oh Mann. Buhu-Dorf, sorry. Sei vorsichtig im Kampf gegen Hyper-Goombas. Sie laden sich mit Energie auf und setzen diese dann plötzlich frei. Wenn sie sich aufladen, dann solltest du Lady Boos Unsichtbarkeit benutzen. Das hat mir literally Goombaro gerade gesagt, Idiot. Ich hatte einen Freund, der es geschafft hat, aus Turbablobas Schloss zu entkommen. Er hat gesagt, der Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses befindet sich in der innersten Kammer. Achte auf das Herz und den Körper. Und als er weiterreden wollte, hat ihn Turbablobas verschlungen. Ich frage mich, wie der Rest deiner Nachricht wohl lauten mag. Boah, Alter. Richtig krank langsam. Oh, Mann. Irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht. Jetzt will ich dem wirklich helfen. Jetzt wollen wir eigentlich nur gezwungen, ihm zu helfen, aber jetzt will ich ihm wirklich helfen. Hallo, Buh! Schwache Vorstellung. Ich weiß, verzeihung, aber ich hatte letzte Nacht einen so eigenartigen Traum. Die Stimme in diesem Traum sagte, manchmal musst du dich umdrehen und davonlaufen. Du musst laufen und laufen, bis du den Turm mit den sich drehenden Flügeln erreichst. Oder so ähnlich war's. Was ist wohl bedeuten soll? Hallo? Mein Freund gelang die Flucht aus Thomas Blubbers Schloss. Er behauptete, Thomas Blubber würde etwas von höchster Wichtigkeit neben seinem Bett verstecken. Ich frage mich, was es wohl sein könnte. Danach wurde er übrigens verspeist. Oh. Hey. Hallo! Du wirst doch Thomas Blubber vermöbeln, oder? Yeah! Recht uns! Nie wieder soll er sich an einem Geist vergreifen! Nie wieder! Vergreifen? Aber bei Frisse nicht, sondern... was? Oh, oh nein! Thomas Blubber kommt! Versteckt euch! Lady Boo, ihr müsst Mario verstecken! Mario, wir müssen uns verstecken! Nein, was? Setze meine Kraft ein! Sofort! Sogar unten!
Okay. Da ist er. Ah, alles in Ordnung, Lady? Er kann euch nicht sehen. Auf keinen Fall kann er euch jetzt sehen. Sieht lecker aus. Kommt mir gerade recht. Ein bisschen streng, aber gut. Was zur Hölle? Mit einem Hops? Oh, Stanley! Sein Parable! Nein! Von allen schrecklichen Dingen! Verdammt! Das kann so nicht weitergehen! Wir müssen uns ihn stellen, bevor er noch weitere Opfer frisst. Oh, nicht der Gegner. Ich möchte ihn aber scannen. Warte, weil ich ihn scannen will, muss ich noch Gumbare draußen haben. Ich Idiot! Den kann man, glaube ich, nicht besiegen, den Gegner. Aber ich würde es trotzdem mal versuchen. Ne, den kann man nicht besiegen. Zumindest weiß ich nicht wie. Aber scannen tue ich ihn alle mal. Fürs Album. Das ist ein Hyper-Kirk. Sie verfügen über eine höhere Verteidigung als normale Kirks. 4 KP, 3 Angriff, 3 Verteidigung. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen. Sie werden dich aber verfehlen, wenn du unsichtbar bist. Ihre Verteidigung fällt auf 1, wenn du sie mit einer Explosion umkippst. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, sie haben auch Stacheln. Das kann mächtig wehtun. Okay, wir kriegen aber den Tipp, mit Bomben könnte man die besiegen. Das ist gut zu wissen. Aber wir fliehen! Das meine ich mit du! Auf keinen Fall! Ich will das nicht! Komm, so viele Münzen? Ernsthaft? Bring mal Lady Boo wieder raus. Kann ich mich im Notfall unsichtbar machen? Ach nee, warte mal! Mit Paracarry kann ich da rüber, oder? Oder muss ich irgendwas machen? Irgendwie upgraden oder so? Ne, ich glaube, ich kann mit ihm rüberfliegen. Weil ich mich nicht dumm anstelle. Ah, das war so klar. Es war so klar, oder? Aber zum Glück haben wir den Orden. Dass wir da durchkommen. Komm. Also wir haben ja diesen Orden, mit dem wir auf Stachelgegner springen können und uns nichts passiert. Ich weiß aber nicht, ob wir wegen dem Orden Schaden machen können oder nicht. Das können wir jetzt nicht ausprobieren. Was? Paracarry, du schaffst das nicht? Ehrlich? Oder möchte ich das von hier aus versuchen? Komm schon. Einmal versuche ich es noch. Ansonsten. Warte mal. Ich komme auf andere Ideen. Was ist, wenn Cooper das macht? Er kommt nämlich weiter. Schwirrbar, verwirrt und lähmt mitunter alle Gegner für kurze Zeit. Ein Item. Ja. Nett. Und da sehe ich auch schon direkt den nächsten radioaktiven Goomba. Oh no. Solange er mich nicht sieht. Doch, dann sieht er mich. Ach, verdammt. Dammit! Ah ne, Deckengegner. Das ist kein Deckengegner. Ich mach, glaube ich, einen Jump auf den Fliegenden. Der nervt mich. Boing! Bam! Ich schicke immer in der Luft nochmal A. Nur zur Sicherheit, falls ich es brauche. Bin mir aber nicht sicher, ob ich es wirklich brauche und tun. Okay. Oh, Feigen! Ich hätte es besser gefunden, mit immer nach links und rechts und links und rechts und nicht nur nach links die ganze Zeit. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ah gut, was soll's. Wir haben noch keinen Schaden genommen. Wir haben Schaden genommen. Ja. Schon mal nix. Okay, Mario macht automatisch 2 Schaden mit der Stampfattacke. Okay, sehr gut. Bam, 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 bam. Ich mag den Angriff. Ich finde ihn super. Das kriegen wir nett. Mehr Verteidigung? Ich hab's zwar nicht nötig, aber danke. Nehme ich mit. Ja, mehr Verteidigung. Er hätte uns so oder so keinen Schaden gemacht. Aber ich wollte flexen. Yeah. So, und nochmal ein letzter. Oh, Feige! Nur für dich! Psch, psch, psch. Come on, let's go! My name is Super Mario! Was haben wir denn hier? Tarngel? Macht Mario für kurze Zeit transparent und unverwundbar. Ich hab Lady Boo! Ich brauch sowas nicht. Nicht mehr. Oder sehe ich das falsch? Keine Ahnung. Ich nehm's nicht mit.
Ein Brief für Feisty am Nimmernimmerwald. Da waren wir noch gar nicht. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben ja noch einen Brief, den wir eigentlich im Hotel, nicht Hotel, in der Villa abgeben müssen hier an den Buhu. Aber das mache ich einfach, wenn wir dann, ja, wenn wir dann die Röhre freigeschaltet haben, um zurückzukommen. Oder? Ich glaube, das macht Sinn. Okay. Verdammt. Ich wollte nicht gegen ihn kämpfen. Aber ich konnte mich ablocken. Boah, wie viele von euch hier sind. Hat sich das vielleicht auch gegen dich zu kämpfen? Irgendwie nicht. Schau lieber ab. Man sieht sich, Kollegen! Aber das Geld nehme ich trotzdem mit. Das brauche ich nämlich noch. Wo sind die schnell geworden? Geh weg. Was ist das hier? Felsen? Okay. Nein! Oh, ich hab's gerade gesehen. Dammit. Ja, schön für ihn, dass er jetzt verwirrt ist. Ich muss hier weg. Wie es loszieht. Geh direkt weg hier. Und die Münzen. Die Münzen. Auch die eine da. Auch an alle Münzen. Wir wollen ja nicht arm sein. So wie Kenny. Das will ja niemand. Nimm mich rüber. Komm, das schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Ich weiß nicht, von allen Begleitern fand ich Paracarry bisher am lamesten. Obwohl er fliegen kann. Das muss schon was sagen. Oh Gott. Das ist ein Item. Ein geiles Item. Ein super Pilz. Komm. Wir benutzen mal unser Mysterium-Item jetzt. Und danach holen wir uns das Item, was da jetzt rumliegt. Los geht's. Roulette? Was zum... Ja, Fallblume! Was? Metal Cap? Die Metal Cap? Was? Das gibt's? okay. Was macht das jetzt? Bin ich jetzt unverwundbar oder so? Macht das Schaden? Macht das Schaden? Macht das Schaden? Nein? Ich kann gar nicht blocken. Blockt automatisch alles. Huh. Interessant. Das ist für die ganze Runde lang, oder wie? Ich kann gar nicht mehr mit ihm kämpfen. Ich muss hier schnell weg aus dem Kampf. Ich muss hier ganz schnell weg. Bam, bam, bam. Die kriegt zumindest Schaden. Hilft mir aber nicht. Der dreht durch. Oh, oh, die drehen komplett durch. Die machen jetzt 8 Schaden oder sowas, ne? Ich muss dringend fliehen. Ich kann nicht viermal angreifen, das funktioniert hier nicht. Mario, bitte! Ich werde unsichtbar. Aber was macht Mario nur trotzdem unsichtbar? Aber was soll ich machen? Komm. Komm her, Mario. Verstecken wir uns. Okay, er ist schon mal weg. Er ist auch schon mal weg. Ich hau einfach ab. Tschüss. Und der letzte. Hier haben wir es auch mal gesehen, wie das aussieht. Die zoomen durch den Bildschirm. Mario, bitte! Nimm den Pilz mit und verschwinde! Egal, das Geld! Das ist nicht so wichtig! Nimm den Pilz! Aber den Pilz! Ah, pass auf, pass auf! Nein! 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 Auf keinen Fall! Ich will nicht mehr. Da sind Münzen drin. Oh, ich kacke auf die Münzen. Nein, tue ich nicht. Ich brauch sie. Nein, okay, ich brauch sie nicht. Ich brauch sie nicht. Ich gehe weg. Ich gehe ja schon. Was will denn jetzt? Oh, speichern. Speichern. Hat so wenig Inventarplatz, finde ich. Das stört mich irgendwie. Ich kann nur... Was haben wir? 10 Items oder so mitnehmen? Ist nicht genug. Okay, hier ist ein Gebäude, wo wir rein können. Mit UFOs? Oder was seid ihr für... Was seid ihr denn für welche? Zur Hölle? Mit euch! Wow, wow, wow! Hi! Hey! Was zum... Was bin ich los? Meine Nase! Aua, meine Nase! Aua. Die Nase. Mario, wenn sie dich fangen, dann werden sie dich aus dem Schloss werfen. Kann dich denn keiner deiner Freunde von diesen üblen Typen verstecken? Verstecken, sagst du?
Du meinst so wie unsichtbar werden und niemand sieht mich? Da habe ich eine Idee. Lady Boo könnte uns hier helfen. Bin gar nicht da. Hey. Schnell weg, schnell weg. Das funktioniert ja wirklich. Was zum... Freunde, wir machen einen Überraschungsangriff. Achso, wir sollen ja langsam gehen, ne? Hat uns gesagt. Damit nicht aufwachen. Und bonk! Ist gerade aufgewacht, verdammt. Bam! Okay, Gumbario, was haben wir vor uns? Ist das ein Spike? Nein, das ist ein Klubber. Klubbers sind die Hauptwachen in Tubba Blubbers Schloss. 8 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Oft schlafen sie während des Dienstes. Wenn du sehr langsam gehst, wachen sie viel leichter gar nicht auf. Sie sind zwar sehr groß, aber mit dem richtigen Einsatz des Action-Kommandos sind sie nicht ganz so hart. Gut, gut, gut. Wenn das so ist, dann... Ja gut, jetzt ist der Hammer mittlerweile... Jetzt ist der Hammer wirklich sogar schlechter geworden. Weil da macht er verteilt 2 Damage. Aber der Sprung macht 4 Schaden jetzt. Also, ist offensichtlich, was ich jetzt mache. Bäh. Oh oh. Der bonkt mich einfach mit dem Morgenstern. Das ist voll viel Schaden, 3 Schaden. Und selbst da nur 2. Noch 2. Na gut, das ist die Frage, was ich mache. Gumbario, lad dich auf. Mario, kill den Wicht. Boing. Okay, okay. Und blocken. Sehr gut, sehr gut. Okay. Angriff. Hau ihm auf die Nuss. Bam. Okay, einmal aufladen und dann können wir die One-Shotten mit Gumbario. Sehr wichtig. Außer wir benutzen jetzt Lady Boo weiter. Die aus irgendeinem Grund im Englischen Lady Bau heißt. Also Bau wegen, weil sie hat ja 2 Baus, 2 Schleifen. Lady Schleife. Aua! Aua! Ja, wir kommen da nicht durch. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Stampfattacke vielleicht. Kann ich keine Stampfattacke machen? Irgendwas machen? Nee. Vielleicht muss man von oben runterkommen? Keine Ahnung, Freunde. Noch einer von euch. Hehe, jetzt so langsam. Vielleicht gucke ich hier noch um. Noch einer von denen. Das ist ein Splitter. Den hätte ich gerne. Den hole ich mir auch. Yeah. Das war einfach. Steht nichts drin. Aber wacht er jetzt auf, wenn ich das hier mache? Nein, okay. Beim benutzten Geräusch wacht er nicht auf. Mit dem auch nicht. Aber jetzt wacht er auf, wenn ich mich einmal bewege. Warum auch immer. Keine Ahnung, wie ich da rechts in den Raum, an den Orden rankomme. Es tut mir leid. Ich werde jetzt mal weitergehen. Weil ich habe jetzt keine Ahnung für. Aber da würde ich gerne rankommen. Wie komme ich da ran? Auch von oben, oder? Ich glaube auch von oben. Okay. Ich gehe jetzt mal hier lang. Das führt nur nach unten. Achso, warte. Nein, dann geh erstmal noch nach hinten. Pass auf, dass uns nicht sieht. Lass ihn vorbeigehen. Lass ihn vorbeigehen. Und durch. Und durch. Nein! Ich hab ihn unsichtbar machen sollen. Verdammt! Hi, guys! Okay, ihr habt es mit der falschen Blue Lady zu tun! Psch, 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 psch. Hey, ist eigentlich perfekt? 4 und nochmal 4. Ja, perfekt. Wir machen einen pro Runde down. Sehr guter Durchschnitt hier. Und die geben 1 XP mehr als alle anderen Gegner. Die geben 3 statt 2. Also gegen die zu kämpfen lohnt sich. Mehr oder weniger. Nein! Oh, ich hab's nicht geschafft. Ich hab zu viel gelabert. Oh no. Jetzt dauert's länger. Es tut mir leid, Freunde. Davon machen wir die Folge jetzt 10 Sekunden länger. Nur für euch. So, hier sind übrigens die nächsten 10 Sekunden, die länger werden. Ja, kommt schon bald an den halben Level ran. Es wird was, ja, es wird was. Ich sollte mich vielleicht heilen. Hä, das bringt auch noch unten? Wieso bringt mich das auch noch unten?
Gott. Warte, ich kann doch nicht vorbeigehen, ne? So wird doch gesagt. Ja? Ja. Ja. Schnell weg, schnell weg. Noch einer. Ich muss den Standortlock ausholen gleich. Bitte Stick machen nichts Falsches. Und runter! Bam! Ja, man hört ihn immer noch so schnarchen von hier aus. So wie er sich aufweckt. Was macht denn die Buddha mit ihrem Schweif? Schlossschlüssel! Hab vergessen, wo wir den brauchen. Wo bin ich denn jetzt? Ist der eingesperrt? Ah, du bist Mario! Der Tor-Ort hier, was? Ich bin mit meinen Freunden hergekommen, um Tobalubas Schwachstelle herauszufinden. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass sich in Tobalubas Schlafzimmer im obersten Stockwerk etwas sehr Wichtiges befinden muss. Aber als ich von meinen Freunden getrennt wurde, konnte ich mich nur noch verstecken. Aber du könntest gehen. Als erstes musst du ins oberste Stockwerk gelangen. Geh dann einfach geradeaus, bis du im Schlafzimmer bist. Wenn du auf Tobalubas triffst, auf Tobaluba triffst, kämpfe nicht. Ich wiederhole, kämpfe nicht gegen ihn. Er ist unbezwingbar, ehrlich. Bevor du nicht sein Geheimnis herausgefunden hast, ist es besser, davon zu laufen. Okay, das merken wir uns. Nicht kämpfen. Oh, ich kann mich da heilen. Oh, ich dachte gerade, ich müsste noch ein Item benutzen. Okay, nicht kämpfen. Erst Geheimnis rausfinden, dann kämpfen. Schaut euch das hier an. Oh, ihr wisst sowas von, bin ich ja upgraded, aber wirklich. Ja. Mega mit Paracarry. Wir benutzen die gerade sowieso ganz viel Buh. Und wie viel Schaden sie jetzt wohl machen muss mit ihrer Backpfeife? 6 oder so. Wow. Super Rang. Was hat sie denn jetzt drauf? Könnt ihr mal ihre Beschreibung lesen? Habe ich gar nicht gemacht. Lol. Hier. Buh ist eine Geisterprinzessin. Ihre Villa ist im Nimmerwald. Drücke unten, um das Team. Ja, okay. Attacken. Spuk. Erschreckt Gegner, sodass sie vom Kampf fliehen. Naja, 3 BP dafür. Lese ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht gern machen. Ich hab Angst, verdammt. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Oh, ja. Okay, gut, dass ich dann doch nochmal zurückgegangen bin. Weil das ist ja nur ein Rückweg. Okay, wir haben einen Schlüssel bekommen. Irgendwo im Anfangsbereich muss man den wahrscheinlich benutzen, oder? Gehe ich mal von aus. Okay, aber ich bin sehr glücklich mit unserem Fortschritt. Das Spiel macht sehr, sehr Bock. Ich hoffe, euch macht es auch Bock zuzuschauen bei unserem Papierabenteuer. Unserer Paper Story. Lass mich in Ruhe, Idiot. Idiot, 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 Idiot. Verdammt! Noch kein Idiot! Ah. Na gut. Dann versuche ich es in der nächsten Folge nochmal. Ach, diese Kerle hier werden versuchen, uns zu fangen. Boah, solche blöden Dinger. Wie könnte ich mal ein Like da lassen? Aber wirklich. Was haltet ihr von Lady Boo? Ich mag sie. Auch wenn sie uns zwingt, Sachen zu tun. Trotzdem mag ich sie. Außerdem, hätte sie nett gefragt, hätte ich sowieso ja gesagt.